Dieses Starter-Set ist das ideale Einsteiger-Set für das faszinierende My Paper World Hobby. Im Set ist alles enthalten, um die ersten Karten nach einer genauen Anleitung zu gestalten. Das Set beinhaltet 2 Papersoft Color, 2 Stupfpinsel, ein Paper Pen, 5 Blatt Designierpapier in A5, Silikonstempel, ein Acrylblock, Flex-Schablonen und eine genaue Anleitung mit Tipps und Techniken, wie Sie mit dem Starter-Set umgehen. Das erste Produkt, was ich Ihnen zeigen möchte, ist Papersoft Color. Wenn Sie die Dose das erste Mal öffnen, ist der innenliegende Schwamm noch weiß. Pumpen Sie mit dem Schaumstoff-Stupfpinsel so lange in den Schwamm, bis er vollständig mit Farbe durchtränkt ist. Nehmen Sie ein wenig Farbe mit dem Stupfpinsel auf. Beginnen Sie in kreisenden Bewegungen am Rand, um die einzigartig wolkigen Effekte zu erzielen. Durch die Verwendung von 2 oder mehr Farben entstehen die schönsten Farbverläufe. Besonders schöne Effekte bekommen Sie, wenn Sie das Papier reißen und danach mit Papersoft Color einfärben. Die Kanten nehmen die Farbe intensiver auf und werden dadurch zu einem ganz besonderen Hingucker. Zuerst entfernen Sie die Schutzfolie, nehmen Sie Ihr Wunschmotiv, legen es auf den Acrylstempelblock und drücken es ein wenig fest. Auf der Rückseite sind Linien, die geben Ihnen Hilfe beim Anlegen an Kanten. Betupfen Sie Ihr Motiv mit Papersoft Color und stempeln es mit leichtem Druck auf Ihr Papier. Schon haben Sie ganz einfach ein wunderschönes Muster gestempelt. Die selbsthaftenden Flex-Schablonen haben die optimale Haftung für Papier. Mithilfe der Flex-Schablonen kann die cremige Paper-Pen-Farbe leicht schabloniert werden. Geben Sie sie direkt aus dem Pen großzügig über Ihr Schablonenmotiv. Verstreichen Sie die Farbe mit einem Schablonierspachtel. Kleben Sie Ihren vorbereiteten, gerissenen Streifen auf die Karte. Einfach und problemlos wählen Sie die Größe der Perle durch mehr oder weniger Druck aus dem Pen. Zuerst erscheint der Tropfen ein wenig spitz. Er formt sich aber nach kurzer Zeit zu einer perfekten Perle. Nach dem Aufbringen der Perlen sieht Ihre Karte so aus. Wie Sie sehen, es ist ganz leicht, mit My Paper World Ihr eigenes Designpapier herzustellen. Probieren Sie es doch einfach mal aus.